Herzlich willkommen zum Amelon Handy Vlog. Ja, random, dass ich hier sitze, aber ich sitze bei Stefan am PC, weil ich jetzt mal versuche, den Handy Vlog nicht am Handy zu schneiden, und zwar am PC. Also habt ein bisschen Obhut mit mir. Nee, Obhut ist was anderes. Seid verständnisvoll. Stefan, was wolltest du sagen? Nachsicht heißt das Ja, Wort. ich probiere mich noch so ein bisschen aus und gucke halt einfach, ob es ein besseres Ergebnis wird. Wird wahrscheinlich etwas länger dann dauern, das zu cutten, aber. Ja, ich würde sagen, quatschen wir gar nicht so viel rum. Das Video beginnt in der Nähe von Köln. Ja, vom Bremer Hauptbahnhof ging es dann mit dem ICE zum Kölner Hauptbahnhof. Ich wurde dort abgeholt, hatte ein schönes Wochenende, doch dann habe ich meinen Zug verpasst für die Rückfahrt. Plan war dann folgender: Stefan sollte mich mit dem Auto abholen. Ich hatte diese lange Autofahrt nicht, also konnte ich es ja nur ansatzweise positiv sehen, weil dadurch hatte ich einen halben Tag länger und ja, wir hatten noch viel Spaß, wie man hier sieht, mit dem Hund. Und Stefan und ich hatten dann auch noch viel Spaß in Köln, wie man gleich sehen wird. Warte, du bist noch nicht scharf. Jetzt. Moin. Wir frühstücken gerade. Wir laufen jetzt und laufen uns noch 533 Stufen nach oben auf den Kölner Dom. 157 Meter. Das dauert erstmal und wird guter Frühsport für uns sein. So, jetzt haben wir schon mehr als die Hälfte geschafft. Noch eine Treppe hier hoch, so eine Metalltreppe, die im Turm ist. Und dann können wir gleich die Aussicht genießen. Und fandest du es bis jetzt anstrengend? Relativ, geht so. Also geht so, gibt's schon deshalb, Schlimmeres? deshalb brauchst du die vielen Pausen. Welche vielen Pausen? Wir haben zwei kurze Pausen gemacht. Also, wir sind aber nicht die ersten. Wie ich gerade sehe, sind wir gerade überholt worden. Ja, das ist natürlich schlecht. Ach, so. Es war anstrengend, aber es wird belohnt mit einer tollen Aussicht, bei tollem Wetter. Guter Sicht. Ich filme hier. So, nehmen wir erst die Treppen oder den Heuhaufen? Heuhaufen. Runter war besser wie rauf. Nach dem Abstieg haben wir uns dazu entschieden, das Schokoladenmuseum zu besuchen. Und ich muss sagen, es war wirklich, es ist sehr empfehlenswert. Also wenn ihr da seid, besucht es. Bitte schön. Achso, oh, geht ja schon gut los. Danke, Chef. Danke. Sieht zwar nicht danach aus, aber das soll das Schokoladenmuseum sein. Ja, sind wir hier im Tropenhaus und es kommt sogar was runtergetropft hier. Man hat den Weg von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokoladentafel verfolgt und man konnte hier so ein Gewicht anheben. Ja, leider konnte ich das nicht filmen, weil sich irgendwelche Drecksplagen ins Bild gestellt haben. Aber ansonsten war der Besuch echt super, wie man gleich noch sehen wird. Drecksplagen hier im Museum. Hier kann man sich den, die Produktionsstätten der Schokolade angucken, den Produktionsweg. Total interessant, muss ich mal sagen. Sieht schon mal sehr, sehr lecker aus zum Anbeißen. Es war wirklich die ganze Zeit interessant, den Weg der Schokolade dann zu verfolgen. Nur wenn man sich das zu lange anguckt, bekommt man natürlich auch Hunger. Und ich sag mal so, unsere Rettung für diesen... Für dieses Verlangen nach Schokolade war die Probierstation. Ganz frisch. Und lecker. Auch wenn es zwei komplett unterschiedliche Sachen sind, es hat mich total an das Coca-Cola-Museum in Atlanta erinnert, weil es einfach dieselbe Professionalität hat und man auch probieren konnte. Also ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr gut dort. Es war sehr interessant. Also es könnte, ich glaube, das Museum könnte 1:1 auch so in Amerika stehen. Schokobon gibt es auch. Ja, da ist er. Sehr lecker. Also ein tolles Erlebnis hier, das Museum, muss ich mal sagen. Viel besser, als ich mir das vorgestellt hätte. Ja.
Wenn man jetzt 1 Euro hier reinwirft, hat man einen Baum gepflanzt, theoretisch. Also machen wir das mal. Wo wirft man das rein hier? Hier. So, und jetzt dreht sich hier ein Zahnrad. Hier oben bewegen sich da... Also, hast du es wegen dem Baum getan oder wegen der Schokolade? Wegen des Baumes. Möchtest du auch eine Kugel haben? Schade. Das sind die Täfelchen, die wir eben gesehen haben, wie sie hier produziert worden sind. Mal sehen, wie die schmecken, ne, John? So, die Sonne scheint. Es wird richtig warm jetzt, herrlich. Aber jetzt haben wir erstmal Hunger. Und wir werden jetzt einen schönen Laden uns aussuchen. Ich habe ja schon was im Auge, was man nehmen könnte. Ja, und ich habe auch was im Auge. Das habe ich dir auf WhatsApp geschickt und da filmen wir jetzt eine Live-Reaktion. Holte mein Handy. Du hast mein Handy weggenommen, ne? Ja, sehr witzig. Ja, ja. So ist er ja schon, immer fies. Stefan? Wegen dem guten Bier gehst du hier ja nicht hin. Muss ja noch Auto fahren. Richtig. Trotzdem happy? Erstmal heißt es wegen des guten Bieres, dann nebenbei gesagt. Aber ich werde dann vielleicht ein alkoholfreies Weizenbier trinken. Ja. Aber ich habe dir eine Frage gestellt. Wie war die Frage nochmal? Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Dann kriegst du auch keine Antwort, mir scheißegal. So, jetzt nochmal kurz zwischendurch ein kleines Let's Play. Ja, wie man sieht, Among Us, aber für mich was etwas Neueres, weil ich es auf der PlayStation jetzt gekauft habe. Also es gibt eine PlayStation 5 Version dafür und die wollte ich mal ausprobieren. Ja, ich glaube sogar, dass es am Handy wahrscheinlich einfacher ist, weil man die Tasks alle schneller machen kann. Aber ja, ich wollte meine Erfahrung machen und mal gucken, ob ich Imposter oder Crewmate bin. Ich bin eigentlich fast immer Crewmate. Aber wäre cool fürs... Oh, perfekt fürs Video. Ich bin Imposter. Oh, aber die Map kenne ich leider nicht. Das ist scheiße. Ich werde mich jetzt, wie wahrscheinlich bei jedem Let's Play... auch wieder blamieren, aber mal gucken. Ich weiß halt gar nicht, wo ich so tun könnte, als würde ich Fake-Tasks machen. Es gibt keine guten Gelegenheiten gerade. Jetzt laufe ich nochmal zurück. Vielleicht ist hier keiner mehr. Oder zumindest einer noch irgendwo. Ja, ich hab's einfach gemacht. Scheiße. Oh fuck, der sieht's jetzt. Oder? Weiß nicht. Egal, ich melde einfach. Bis dann auf unschuldig tun. Ich glaube, der ahnt schon was. Ich weiß nicht, wo ich Fake tasten kann. Scheiß, wie ich in das Event rein hier? Oh, hier wäre doof. Hier auch doof. Wo komme ich denn hier raus? Scheiße. Hier könnte ich raus, wenn ich den Dreck killen könnte. Ich brauche noch 40 Sekunden. Na fuck, wäre dumm, wenn ich den jetzt töte. Die sehen mich ja alle mit dem... Boah, er wurde aber schnell gefunden. Ja, aber ich bin auch ein schlechter Imposter. Obwohl, eigentlich könnte ich ihn jetzt töten und keiner... Obwohl, nur ich stehe hier so komisch, ne? Weil immer, wenn sich alle ineinander stellen, dann kann man ja auch einen töten, ohne dass man dann weiß, dass man selber das war. So, ich sabotiere jetzt mal irgendwas. Jetzt haben sie den anderen gefunden. Ich glaube, ich werde jetzt rausgevotet. Der hat mich gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Hä, wer wurde denn rausgeschmissen? Ich dachte, ich wurde jetzt rausgeschmissen.
Hä? Ah nee, ich hatte nur eine Stimme. Ich habe gerade völlig falsch geguckt, so nervös war ich. Ja, vielleicht schaffe ich das Ding noch. Vielleicht wird das noch was. Es ist dumm, ich mach's einfach. Wohl, war noch. Stimmt, einer ist geliefert. Erste Runde gespielt und erste Runde gewonnen. Ich habe hier ein Paket für die Jungs abgeholt. Da machen schon die Aufkleber neugierig, wenn da drauf steht, da freuen sich die Nachbarn. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Das Paket ist nämlich von Grambusch. Das ist eine Bremer Punk-Akustik-Pop-Band. Ja, Dankeschön. Mach mal auf. Ich bin gespannt, was drin ist. Soll ich auch. Vor allem, wenn das in dem Namen der Band dann verschickt wird. Oha. Ja, mit einem Foto, kleine Botschaft auf der Rückseite und es ist gut abgepolstert. Du kannst ja schon mal die Rückseite lesen, während ich hier... Uiuiui. Hier sind das Socken. Geil. Ja, und sie schreiben, viele Grüße aus der Bremer Nachbarschaft. Ja, das ist die Band von Grambusch aus Bremen. Die sind große Fans von uns. Das freut uns, dankeschön. Sticker sind auch drin. Ja, cool. Und da wir sie wahrscheinlich nicht kennen, haben sie uns ein Kennenlernpaket geschickt. Sympathisch. Zum Sehen und auch zum Anhören. Ach, das ist ja cool. Ja, und deutsche Texte. Im Kopf und Kragen zum Beispiel. Ach, das ist ja richtig großzügig. Wahnsinn. Ja, dankeschön. Und die gehen richtig auf Clubtour. Zum Beispiel auch hier in Bremen im Tower sind sie auch, aber auch in Köln, in Oberhausen, Düsseldorf. Könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr Interesse habt. Ich werde mir das mal gleich anhören. Ach so, und wenn wir Lust und Zeit haben, setzen sie uns auf die Gästeliste und dann können wir uns das mal live im Tower anhören. Das ist ja nett. Ist das eine Platte? Eine gute Frage, ich kenne mich auch nicht mehr so aus. Ja doch, ich denke, das ist eine Platte. Sticker, jede Menge Sticker hier drin. Also vielen Dank an euch. Das war's noch nicht. Ach so, und das sind die wahrscheinlich. Ein Poster. Poster. Mach mal auf, Simone. Ja, cool. Zeigen, das sind noch Karten. Ach, hier, genau. Ein Tourplakat. Ja, das finde ich ja nett. Und eine Tasche. Ja, ich sag auch mal in Stefans Namen Dankeschön. Aber vielleicht möchte Stefan auch gleich nochmal was sagen. Ja, was hast du eigentlich dazu zu sagen? Oh. Mensch, ja. Junge! Ich sag auf jeden Fall Dankeschön. Und was ich jetzt auch sage, das Video ist an der Stelle zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, liken, abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Ich wollte auch noch was sagen eigentlich, aber egal. Gut. Ich sage auch mal vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video. Tschüss.